So, das hier ist ein Kohlenstoffdioxidfeuerlöscher, den wir hier sehen, und ich zeige euch jetzt einmal mal, wie wir den bedienen. Und zwar der Vorteil eines Kohlenstoffdioxidlöschers ist, dass das Kohlenstoffdioxid ein Gas ist und danach wieder weg ist. Beim sogenannten ABC-Feuerlöscher, da ist so ein Löschpulver drin, da ist der Nachteil, wenn man technische Geräte im Raum hat, wie das zum Beispiel hier im Chemieraum ist, dass die natürlich komplett zugesetzt werden von diesem Staub. Deswegen benutzt man eigentlich in allen technischen Räumen Kohlenstoffdioxidlöscher. Und zwar ist es so, dass hier oben so ein kleiner Splint dran ist, ähnlich wie bei einer Handgranate, und den kann man im Grunde genommen hier rausziehen. Und das mache ich jetzt aber nicht, weil hier ist eine sogenannte Plombe dran. Und wenn das Ding ab ist, ist der Feuerlöscher sozusagen nicht mehr sicher. Das heißt, man muss immer davon ausgehen, dass ein Feuerlöscher betriebsbereit ist, und das kontrolliert die Feuerwehr auch alle 2 Jahre, ob das so ist. Deswegen ziehe ich den hier einfach mal nicht raus. Aber wenn man den jetzt rein theoretisch rausziehen würde, diesen Splint, dann kann ich einfach hier diesen Griff hier einmal runterdrücken und dann mit diesem kleinen Vorsatz in die entsprechende Richtung das Ganze löschen. Wenn ich jetzt mal einen Feuerlöscher benutze, den ich schon entsichert habe, zum Beispiel diesen hier, hier war vorher auch der Splint drin, dann kann ich den im Grunde genommen einfach nur runterdrücken und dann kommt da, wie man hier sieht, das Kohlenstoffdioxid raus. Und das löst sich aber im Grunde genommen danach wieder komplett auf. So, nehmen wir mal an, folgende Situation. Ein Gasschlauch von einem Brenner hat sich gelöst und der Gasstrom, der direkt hier aus der Gasversorgung kommt, hat sich entzündet. Zusätzlich haben wir noch aus Versehen Benzin verschüttet auf dem Pult. Das Erste, was man macht, man bewegt sich langsam zum Notaustaster, kommt auf gar keinen Fall in Panik. Was jetzt passiert, haben wir sicherlich jetzt gesehen. Die Gasversorgung ist aus, der Gasstrom ist auch unterbrochen, hier kommt kein Gas raus. Jetzt könnten wir das kleine Flämmchen, was überbleibt, noch einmal mit dem Feuerlöscher löschen. Oder wir hätten auch die Löschdecke drüber werfen können und die Sicherheit ist wiederhergestellt.